Dominik Lebersorger. Noch nie gesehen, noch nie geguckt. Wird bestimmt ein interessantes Selbstexperiment. Das Video wird bestimmt lustig, Freunde. 24 Stunden im realistischsten Muskelanzug der Welt. Ich bin echt gespannt auf das Video. Let's go! Die ersten dünnen Teenagern waren die Gründe, die mich ins Fitnessstudio bewegt haben, eher oberflächlich. Ich wollte gut aussehen, den Frauen gefallen und von anderen Männern respektiert. Immer und immer wieder sage ich dir, Frauen wirst du mit viel Muskeln nicht gefallen, mein Bester. Werden. Aber wie sehr beeinflusst unser Aussehen und vor allem unser Körper die Welt? Wie würden Fremde reagieren und wie würde mein Alltag aussehen, wenn ich einen Körper hätte, den nur 0,001% aller Kraftsportler jemals erreicht? Ey, jetzt mal, bei aller Liebe, ne? Bei aller Liebe. Gerade sah das schon realistisch aus, aber was ist das hier? Was ist das hier für ein Knick? Das sieht doch jeder, dass das unfassbar unrealistisch ausschaut. Was ist das für ein Schrott? Einfach so eine Actionfigur. Der Trendsetter, danke dir fürs Prime-Abo. Könnten. Das frage ich mich, seitdem ich angefangen habe zu trainieren, aber leider gibt es keine Wunderpille, die mir von einem Moment auf den nächsten den Körper eines griechischen Gottes verleiht. Oh doch, es gibt einige Wunderpillen. Die würde ich aber nicht nehmen. Aber es gibt das andere. Im englischen Fitnessbereich macht ein super realistischer Silikon-Muskelanzug die Runde. Joe Fazer und Will Tennyson haben den schon anprobiert, also alle Credits gehen an die beiden. Und der ist tatsächlich so gut $600? Gemacht, dass man den Unterschied zwischen Anzug und echtem Körper mit bloßem Auge fast nicht erkennen kann. Und ich glaube, ich kaufe mir den auch. Dann muss ich gar nicht mehr trainieren. Ziehe ich den hier im Stream an. Und der kostet nur 800 Euro. Okay, die Videoidee können wir an dem Punkt wieder verwerfen. Nur ein absoluter Vollidiot würde sich den kaufen. Ich meine, wofür sollte man den? Ich habe ihn natürlich gekauft und bis mich mein Bankberater deswegen wieder mal in ein... Damit auf die Bühne gehen. Stell mal vor. Unangenehmes Gespräch verwickelt, will ich folgende Sachen rausfinden. Ich will einen ganz normalen Bodybuilder-Alltag durchleben. Also essen, ein bisschen rum... Was bringt das, ganz ehrlich? Wisst ihr, wann ich das feiern würde, wenn das einer an Karneval oder Halloween anzieht? Dann fände ich es lustig. So, aber mal gucken, was passiert in dem Video. Ich bin gespannt. Gehen, nochmal essen, trainieren, essen. Ich glaube, das war's. Ich meine, jetzt... Guck mal, der Anzug hat direkt Bitchtits inbegriffen. Direkt die Gyno am Start. Jetzt, wo ich aussehe, als hätte man Markus Rühl mit Zeus fusioniert, werden alle zu mir hochschauen, sowohl online als auch offline. Es ist so krass, allein die Autos, die vorbeifahren, jeder... Irgendwas hier braucht man noch. Aber direkt, als ich einen Fuß aus dem Park... Also, ich finde es ja cool als Kostüm. So 150 Euro würde ich dafür ausgeben, maximal. Aber das sieht auf jeden Fall dafür, dass das der realistischste ist, ist das wirklich nicht realistisch. Sieht man sogar von hinten, sieht es unrealistisch aus. Und welcher Mensch rennt mit Gym-Handschuhen durch die Innenstadt? Das sieht komplett fake aus, du hast recht. Haus rausgesetzt habe, passierte etwas, mit dem ich eigentlich nicht gerechnet hatte. Was? Hä? Mir rief eine Frau nach, dass ich hässlich sei. Ich meine, ich gewinne jetzt keinen Schönheitscontest, aber das passierte wirklich direkt am Anfang. Was habe ich euch gesagt, Freunde? Was habe ich euch gesagt? Eine Frau steht nicht auf viele Muskeln. Anfang und sollte auch nicht das letzte Mal bleiben. Ich schaue aus wie ein Anime-Charakter. Nach dieser traumatischen Erfahrung war es also an der Zeit, mir noch die passende Kleidung zuzulegen. Es ist das Unangenehmste, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Das meine ich hundertprozentig ernst. Ich habe zu Hause immer so ein paar Liegestütze gemacht. Ja. Und jetzt würde ich gerne anfangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich brauche aber Weightlifting-Handschuhe. Ja. Damit meine Hände nicht kaputt werden. Ja. Habt ihr irgendwas da? Aber sagt's ehrlich, jetzt? Ist das in Wuppertal? Nein, das ist nicht in Wuppertal. Keine Ahnung, wo das ist, aber nicht in Wuppertal. Da gestanden, ja? Von vorne und dachte nur so, Alter, was hat der für Asteln? Ja? Was hat der für Asteln? Ja, wirklich? Von der Weite sieht er schon. Schon, oder? Wenn man könnte glauben, jetzt? Man könnte glauben, oder wenn ich so rumgehe? Jetzt, wo es wirklich einigermaßen echt aussieht, wollte ich eine Sache... Ich wollte auch gerade sagen, Schweiz oder Österreich, definitiv. ...testen. Glaubt man dem Narrativ in der... Wow, jetzt hat er sich Handschuhe besorgt und jetzt ist er perfekt getarnt. Social Media Welt, so ist etwas Extremes immer super populär. Und dieser Körper ist super extrem. Ich hatte also den Plan, Social Media Content zu schießen, um herauszufinden, ob es mit dieser Form besser performt, als mit meiner anderen Form. Wir haben also ein paar Fotos... Muss ich irgendwas dazu sagen, Freunde, oder?
Muss ich irgendwas dazu sagen, Kurwa? Was ist das, ja? Oh Mann. Eine Alpha Industries Bomberjacke in 5XL wäre besser gewesen. 100% einfach eine Bomberjacke, Digi. Das geschossen und ich habe mir in der Postproduktion wirklich Mühe gegeben, um die Hautfarbe des Anzugs perfekt. Nacken hat gar keinen Sinn bei diesem Kostüm. Der müsste ein bisschen spitzer sein. Was soll das sein? Mit meiner Hautfarbe anzupassen. Also, dass es wirklich so aussieht, als wäre es echt. Das Resultat war meiner Meinung nach gut. Ich meine, die Leute, die mir folgen, wissen sowieso, dass ich nicht so einen Körper habe. Aber auch noch mit so Adern. Krass, ne? Nacken 24 Stunden angespannt, ja. Aber vielleicht erreicht das Bild ein paar Leute, die mich nicht kennen oder kommt irgendwie... Tekken 7, ey, ohne Witz, sieht auch aus wie so ein Tekken-Charakter, ne? Irgendwohin, vielleicht wird es einfach besser performen als sonst. Instagram wertet sehr stark, wie lange jemand auf dem Post stehen bleibt und wie sehr das Bild auf der Explore-Page angeklickt wird. Und ich denke, dass man bei diesem Post schon stehen bleibt, einfach um rauszufinden, ob es echt ist oder eben doch nicht. Damit die Leute aber nicht denken, dass es Photoshop ist, habe ich auch ein Video dazu gedreht, in dem ich einfach über ein paar Fitness-Lifehacks rede. Diese Fitness-Tipps hätte ich gern damals gewusst. Flüssige Kalorien, also Bananen, Erdnussbutter, Proteinpulver und Co. einfach in den Mixer zu schmeißen, macht es super easy, Gewicht zuzunehmen. Je weniger verarbeitet ein Lebensmittel ist, desto besser ist es wahrscheinlich für unseren Körper. Die richtige Ausführung und der optimale Bewegungsradius hat immer vollste Priorität. Erst dann kommt das Gewicht. Folgt mir, um super krasse Gains zu machen. Machen wir. Auf den Kurzform-Videoplattformen haben die Videos das Potenzial, super viele Leute zu erreichen, darunter auch super viele Leute, die mir noch nicht folgen. Mich interessiert echt, was da für Reaktionen kommen. Ich meine, ich glaube, wenn ich auf Social Media unterwegs wäre, würde ich nicht checken, dass das echt ist. Einfach, weil auf Social Media so viele Leute unterwegs sind, die halt tatsächlich so aussehen. Ich zum Beispiel. Dass das nicht wirklich auffällt. Ich habe also alles bearbeitet und dann gepostet. Jetzt muss ich dem Ganzen nur noch ein wenig Zeit geben. Die Ergebnisse kommen am Ende von diesem Video. 10 von 10? Ist echt gut. Smash. Gibt's euch Bauch. Smash, gibt's euch Bauch, Mann. Smash. Sie sagen einfach Smash. Danke. Weißt du, ich habe gerade so ein Selbstexperiment. Eine Woche Kreatin. Das halt Ergebnis, weißt du. Oder nach einer Woche Kreatin fallen dir doch die Haare raus. Pass auf, was du tust. Ja, kommt dann. Ja. Kommt von Eiern, Bananen, bisschen Kreatin. Weißt du, ist gute Kreatin. Aber nur ein bisschen Kreatin. Ja, weißt du. Mittlerweile habe ich auf den 500 Metern, die ich gegangen bin, jegliches Spektrum von Reaktionen abbekommen. Die meisten schauten einfach nur geschockt, denen fiel die Kinnlade runter und ich konnte manchmal nicht wirklich deuten, ob es positiv oder negativ gemeint war. Viele Leute filmten mich, wollten mich anfassen. What is this? Und gaben mir einen Daumen nach oben. Was aber in meiner Erfahrung wirklich ganz klar überwiegend war, waren die negativen Reaktionen. Viele Leute schauten angeekelt und machten auch kein Geheimnis daraus. Mir wurde vereinzelt tatsächlich nachgerufen, dass ich auf Stoff und hässlich sei und ab und zu kamen Leute wirklich passiv-aggressiv her und waren spürbar auf Konfrontation aus. Ich kann die Situationen leider nicht zeigen, da ich sonst offensichtlich aus datenschutzrechtlichen Gründen Probleme bekomme. Schade, Mann. Das hätten wir doch jetzt gerne gesehen. Wie Leute den schön beleidigen, Alter. Aber das hätte ich wirklich nicht erwartet. Oder anschnauzen, das fände ich gut. Erwartet. Hätte ich wirklich so viele Muskeln, würden die so viel Kalorien verbrennen, dass ich sicherlich 6000 Kalorien oder so am Tag essen müsste, einfach nur um die zu halten. Und deshalb habe ich beschlossen, was essen zu gehen. Wollen wir noch, hier gibt es ein Sportnahrungsgeschäft, ja. Oder? Hi. Ding ist, ich habe seit einer halben Stunde kein Protein mehr gegessen. Okay. Das heißt, das andere... Ich habe seit einer halben Stunde kein Protein mehr gegessen. Bohlefenster schließt sich schon wieder. Kannst du mir irgendwas empfehlen oder so? Eiweißsaftel. Wie viel? Ich finde den aber irgendwo finde ich den lustig, ja. Nur klar erkennt sofort jeder, dass es Fake ist, aber irgendwo ist es schon witzig gemacht. Hat das 30 Gramm? 50 Gramm. Auf okay. Also sobald der seinen Arm knickt, sieht es direkt Fake aus. Ich denke mal, das sieht nur echt aus vom Weiten, Freunde. Aber sobald der dir zu nahe kommt, dann merkt man direkt, das ist nicht echt. Ja, safe, dann würde ich es mitnehmen. Was sagst du sonst so zur Form? Du hast ein Auge dafür. Kann man so McFit? So mäßig? Öl, damit das Plastik nicht... Das hast also durchschaut? Wie lange hat's? Junge, wer hat das nicht durchschaut? Dauert? Gleich am Anfang. Ja. Wegen den Falten? Und von der Farbe her. Viele erkennen... Ja, die Hautfarbe haben wir nicht perfekt getroffen. Schönen Tag. Ciao. Was ist der eiweißreichste Burger, den ihr habt? Übrigens, bevor wir ins... Was ist der eiweißreichste Burger, den ihr habt? Geil. Übrigens muss ich euch noch von meinem traumatischen Erlebnis beim Anziehen von diesem Anzug berichten. Der Anzug ist aus... Siehst du?
Der Hund ist trainiert. Kaum ist ein Faker im Bild, kommt der Hund ran. Sehr gut trainiert. So ist der erzogen. Der ist der Fake-Netty-Spürhund der Szene. Ich sag's euch. Amino Brazzer, danke dir für zweimonatigen Support, mein Bester. Für eine kleine Ampulle Whey. Das ist doch nett. Aus Silikon und irre schwer. Was er noch ist, ist irre eng. Ich weiß nicht, ob ich die falsche Größe bestellt habe oder ob es überhaupt Größen gibt, aber ich kam da einfach nicht rein. Ich hatte auch wirklich eine Art Panikattacke, weil ich da drin stecken geblieben bin und mein Bewegungsradius einfach so eingeschränkt war, bis ich beschlossen habe, den tatsächlich hinten aufzuschneiden, damit ich einfach so rein kann. Muskeln sind... Der hat einfach diesen 800 Euro oder 700 Euro Anzug zerschnitten. Also wenn ich das kaufe, Freunde, soll ich euch mal was sagen? Wenn ich so einen Anzug kaufen würde, ne, für ein Videoprojekt, ich würde den anziehen, Video drehen, schön einpacken, so wie der eingepackt war und wieder zurückschicken. Ganz einfach, Mann, ganz einfach. Weg, passt nicht, zu klein. Und der Trottel schneidet das Ding auf, macht kaputt. Das sind also immer harte Arbeit. Nachdem ich genügend Kalorien im System hatte, war es Zeit für ein Workout. Ich war gespannt, ob die Leute im Fitnessstudio auch so reagierten, wie die Leute in der Fußgängerzone. Ich meine, die haben sich ja mit ihren Kommentaren wirklich nicht zurückgehalten. Weißt du, wie ich mich fühle? Wie SpongeBob in der einen Folge, wo er diese aufblasbaren Arme hat. Kennst du das? So sieht der ungefähr aus, ja. Oder wie der eine Greg Valentino, der Kollege. Und dann ist der sich schön Synthol im Bizeps geballert hat, bis der Bizeps beim Flexen angefangen hat zu bluten. Ist im Fitnessstudio und kann nichts heben. Genauso wird das bei mir auch passieren. Aber zuerst mal Cardio. Das Gym war allerdings das absolute Gegenteil der Fußgängerzone. Ich wurde dort drin einfach nicht beachtet. Die Leute schauten nicht mal. Zweimal bekam ich Komplimente wegen meines Körpers. Ey, dass die dann noch Props geben, Alter. Komplimente kann man sich gar nicht vorstellen. Aber im Gym ist wirklich jeder so mit sich selbst beschäftigt, das war wirklich angenehm. Deshalb braucht man auch keine Angst haben, ins Fitnessstudio zu gehen. Jeder, der dort ist, ist für sich selbst dort und strebt danach, besser zu werden. Und naja, im McFit oder FitX ist da niemand für sich selbst dort. Entweder wollen die Mädels imponieren, machen daraus ein CVJM, ein Jugendtreff und trainieren zu 6 Mann mit Jeans. Kennt ihr die Kandidaten? Da sind wenige, die Gas geben für sich. Ganz, ganz wenige. Solche Leute werden im Normalfall niemals nicht nett zu anderen Leuten sein, die offensichtlich dasselbe tun. Das Gym verbindet es, ist ein wirklich schöner Ort. Lass mich hören. Ich habe einen Kollegen, der trainiert immer nur halbe Stunde, da wo die Frauen sind. Geil. Ey, 100%, es gibt welche. Lamberio, danke dir, mein Lieber. Killer. Es gibt wirklich so Truppen, Digga, die kommen so mit Jeanshose und Sandalen oder einfach so mit Jeans und Latschen oder einfach mit Jeans und Schuhen trainieren zu sechst. Wie halbe Fußballmannschaft. Kann ich das sagen? Also, war mein Alltag anders? Wie reagierten die Leute? Wie gesagt, ich bekam unfassbar viel Aufmerksamkeit, viel zu viel für meinen Geschmack und jegliche Reaktion. Bestes Training ist mit Blaumann und Helm. Blaumann und Stahlkappenschuhe. War mit dabei. Jeder, der mich sah, blickte zweimal. Verstehe ich, ich würde das genau selbe machen, wenn irgendjemand mit so einem Körper unterwegs wäre. Die Social Media Ergebnisse sind da und... Ey, bei uns gab es mal einen Typen, als ich... Vielleicht gibt es den immer noch, ich weiß es nicht. Der lief durch Wuppertal. Vielleicht sind ja ein paar Wuppertaler im Chat. Der hat im McFit Elberfeld trainiert. Legende aus dem Studio. Das war ein älterer Mann. Also ich war damals um die 20 rum. Der müsste Mitte 30 gewesen sein. Man nannte ihn auch den Stiernacken oder den Pullovermann. Der Typ, keiner weiß, wie er aussah. Er sah unfassbar breit aus. Aber, jetzt kommen wir zum Aber, das ist kein Scheiß. Der Typ hatte immer 6, 7 Hoodies an. 6, 7 Stück übereinander. Das hat sich schon hier bei dem im Nacken so gerollt. Die Pullover übereinander. Das sah richtig, richtig strange aus. War einmal da, habt ihn da gesehen. Als ob. Das ist schon lange her. Also als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, das ist wirklich sehr, sehr lange her. Aber die Jungs, egal ob Sommer oder Winter, egal ob 30 Grad, der war am Schwitzen, der war am Tropfen. Ja, man kenne ihn noch und der hatte ein Handtuch im Nacken. Das ist er, mit Handtuch im Nacken, du weißt. Das stimmt, der hatte wirklich ein Handtuch im Nacken. Tatsache, Mann. Der war krass, Digga. Der war wirklich, ja, man, könnte sein vor 5 Jahren. 5 Jahre passt. Und die sind wesentlich... Als ob du den gesehen hast, lügt mich nicht an. Krasser, als ich mir das jemals erwartet hätte. Das Video ist noch keine 24 Stunden auf TikTok online.
1,2 Millionen? Online und hat über 1,2 Millionen. Bruder, ich würde nur noch Videos mit dem Anzug machen. Aufrufe. Auf Instagram performt das Video sowie das Bild absolut überdurchschnittlich und es gibt wirklich tatsächlich Leute, die drauf reinfallen. Übrigens folgt mir dort gerne, ich habe immer wieder... Deine Form ist sexy, schreibt da einer. ...der Projekte, wo Instagram eine große Rolle spielt. Jedoch habe ich... Bruder, der hat diese Pullis, diese 6-7 Pullis und dieses Handtuch niemals ausgezogen. Niemals. Dieses Video hier gemacht, um eine Message zu pushen. Bitte glaubt nicht, so aussehen zu müssen wie ihr. Irgendjemand anderer. Vor allem im Social-Media-Zeitalter ist super einfach, eine Form online zu sehen und diese dann auch erreichen zu wollen. Das ist auch grundsätzlich mal gut, weil das motiviert. Aber bitte seid euch bewusst, dass manche Sachen online gefotoshoppt sind und manche Kraftsportler auch gut und gerne mal mehr nehmen als Proteinpulver und Kreatin. Also wer sowas tut, Freunde, wer sowas tut, mehr nehmen als nur Protein und Kreatin, der sollte sich richtig schämen. Richtig schämen. Natürlich nicht alle, aber es gibt welche. Wenn eure Fortschritte nicht so gut sind wie die von jemandem, den ihr online seht, dann lasst euch davon bitte nicht demotivieren. Ich persönlich habe damals mit Sport angefangen, um anderen zu gefallen und von anderen respektiert zu werden. Heutzutage mache ich Sport eher, um mir selbst zu gefallen und weil ich mich selbst, mein Wohlbefinden und meine Gesundheit respektiere. Und ich kann euch nur ans Herz legen, das auch so zu sehen, denn nur so habt ihr wirklich die Motivation, um das lange kontinuierlich durchzuziehen. Und das ist das, was ihr tun müsst. Vielen Dank. Gute Worte hier zum Abschluss, ja? Macht es wirklich für euch und für keinen anderen Mongo Sport. Nicht für einen Partner, nicht für irgendwelche Weiber. Macht Sport für euch, damit ihr euch wohlfühlt in eurem Körper. Fürs Zusehen, bleibt gesund, mögen alle eure Träume wahr werden. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace. Peace, mein Lieber. Peace. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal. Kommentiert wie immer fleißig und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.